Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin Kinder- und Jugendarzt und heiße Sie willkommen. Starke Kinder zu haben, ist sicher der Wunsch aller Eltern. Doch wie bekomme ich starke Kinder? Wie mache ich meine Kinder stark? Und mit stark meine ich innerlich gefestigt, sich seines Wertes bewusst sein und resilient. Resilienz ist die Fähigkeit, Stress auszuhalten. Ich meine nicht stark im Sinne von dick, denn da wüssten Sie wahrscheinlich sofort die Antworten selbst. Nach über 30 Jahren Erfahrung im Umgang mit Eltern und Kindern möchte ich zu Ihnen über die, wie ich finde, wichtigsten, zentralen zwei Punkte sprechen. Erstens, Kinder werden stark, wenn sie ein Selbstwertgefühl entwickeln können, dass sie sich stark fühlen lässt. Und das beginnt schon ganz von Anfang an im Babyalter. Wenn Eltern ihr Kind bedingungslos lieben und ihm Geborgenheit und Sicherheit vermitteln, dann wächst ein kleiner Mensch mit dem Bewusstsein auf, dass er eine Bedeutung hat und wichtig für seine Eltern ist. Und dieses Gefühl, ich bin etwas wert, sollte ein Kind, ja, sollte jeder Mensch immer fühlen dürfen. Auch in den Situationen, die ja häufig genug vorkommen, in denen Eltern ihre Kinder tadeln, zurechtweisen, also schimpfen müssen. Wenn Eltern es aber dabei schaffen, die Tat vom Täter zu trennen, dann gelingt Erziehung, auch strenge Erziehung, ohne das Selbstwertgefühl zu mindern. Konkret bedeutet das, dass das, was ein Kind falsch gemacht hat, kritisiert wird. Und nicht das Kind selbst. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ein Kind hört, was bist du dumm oder was du getan hast, war dumm. Zweitens, die Stärken eines Kindes in den Fokus zu nehmen und nicht ständig auf seinen Schwächen herumzuhacken. Wir Menschen neigen dazu, das Gute als selbstverständlich hinzunehmen und uns eher über das Nicht-so-Gute auszulassen. Wenn wir unseren Kindern ständig vor Augen halten, was sie nicht können, werden sie verunsichert und fühlen sich nicht ganz mehr sicher so stark. Zugegeben, das ist manchmal ganz schön schwer. Wenn wir uns als Eltern bestimmte Vorstellungen von unserem Kind machen, was und wie gut es etwas können sollte, und das Kind schafft es einfach nicht, dem zu entsprechen. Wie wohl aber wird es dem Kind und seinem Selbstwertgefühl tun, wenn das, was es kann, beachtet, gelobt und wertgeschätzt wird? Ich sage Ihnen, jedes Kind, und hat es noch so viele Schwächen, wird seinen Weg gehen, wenn es ein gutes Selbstwertgefühl hat und es behält. Ein Mensch mit einem Selbstwertgefühl wird sich nicht so schnell minderwertig fühlen. Und das hat für eine Gesellschaft eine große Bedeutung. Sich minderwertig fühlen lässt Menschen neidisch und eifersüchtig werden. Und welch zerstörerische Kraft haben Neid und Eifersucht innerhalb einer Gemeinschaft? Eine kleine Anekdote zum Schluss. Meine ehemalige Schönschreiblehrerin, als ich in die Grundschule ging, gab es dieses Fach tatsächlich, erzählte mir als weit über 80-Jährige von dem für sie wichtigsten pädagogischen Prinzip, dem sie als Lehrerin stets folgte. Jeden Tadel in ein Lob packen. Ich finde ein tolles Prinzip. Sie auch? Ich wünsche uns viele starke Menschen.